Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 30. April 2020, 12.40 Uhr, hier auf Solari. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Solari so besonders macht. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. So, ich wünsche euch einen guten Tag, Leute. Wir sind wieder zurück bei Animal Crossing, Rainer Schatzkutter. Da haben wir unsere Statue. Hoffen wir mal, dass die echt ist. Werden wir aber jetzt gleich sehen. So, heute haben wir vor, wir geben erstmal den Schatz ab und dann... wir farmen zuerst und dann geben wir noch das Ding ab. Katalogstöberer haben wir nochmal gekriegt. Hatten wir aber schon eine Stufe, das ist, ja, kann man machen. So, wir müssen farmen. Ich habe mir nichts von meinem Privataccount rübergeholt, das heißt, wir werden farmen müssen, leider. Das heißt, wir werden heute uns um Holz und, Eisen... Oh Gott, grab doch in die andere Richtung und Eisenerz kümmern. So, danke. So, dann Holz, Eisenerz und sowas und, Steine, aber Steine sind wieder mal leider hier zu viele da. Boah, es sind mir gerade zu viele hier auf dem Platz. Das macht mich ein bisschen irre. So, zum Glück haben wir den Stein schnell abgehakt. So, hier habe ich Blumen gepflanzt. Hier sind wir schon ein bisschen mehr unter uns. Weil wir brauchen das Zeug, ja. Sonst können wir unsere Insel nicht weitergestalten mit irgendwelchem nutzlosen Kram, leider. So, und bestellen möchte ich ungerne etwas. Weil es kostet uns halt Geld und bringt halt kaum was. Selbst erstelltes bringt uns halt einfach viel, viel mehr. So, und dann sammeln wir den Kram hier mal ein. Perfekt. Damit haben wir schon mal zwei Steine. Hier ist gleich mal der nächste. Vielleicht ja auch schon der Geldstein, aber nein, ist es nicht. So, und wieder mal nur zwei... Oh, doch, mehr Eisen. Mehr Eisenerz, als ich gedacht hätte. Das ist fünfmal Eisenerz. Das ist ziemlich nice. So, wir brauchen halt, wie gesagt, leider diesen Schrott, damit wir die Insel ein bisschen gestalten können. Es gibt zwar schon geiles Zeug, was wir uns bestellen könnten. Wie viel Geld habe ich mit? 19.000, okay. Dann werden wir auch sogleich den Sternibaum pflanzen. So, 10.000 Sternis vergraben. Perfekt. So, damit haben wir den auch schon mal fertig. So, gucken wir uns mal nach den nächsten Steinen um. Und danach werden wir... Ich glaube, das ist kein Unkraut. Es sieht nicht nach Unkraut aus. Danach werden wir Holz farmen. Heute wird nur gefarmt, leider. Und wir versuchen dann noch ein paar Sachen zu basteln. Damit wir auf Stufe 3 kommen. Und damit wir endlich mal das Inseltool bekommen und so. So, gehen wir mal hoch. Wir müssen ja auch noch den Sternibaum suchen, falls wir überhaupt heute einen haben. Weil, wie gesagt, ich nehme ja nicht das Projekt hier nehme ich ja nicht jeden Tag auf. Das nehme ich ja nur viermal in der Woche auf. Die restlichen Tage nehme ich das nicht auf. So, den haben wir schon auf jeden Fall. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir den schon einmal gefangen haben. Aber ich glaube, Marienkäfer haben wir noch nicht, oder? Probieren wir es einfach. Probieren kann ja nicht schaden. Wenn nicht, lassen wir ihn einfach frei, weil die sind halt sonst nichts wert. Nein. So, Vorsicht. Perfekt. Ein Marienkäfer. Punktlandung im Kescher. Ich glaube, den hatten wir dann schon, leider Gottes. Ja, Agriasphalt, Marienkäfer hatten wir schon. Dann muss ich mich leider von dir verabschieden, Kumpel. Tschüss. So, okay.
Auf geht's. Schnappen wir uns den Stein hier. So, einmal. Das sind auch nur wieder Steine, aber das ist okay. Je mehr Eisenerz wir daraus vielleicht bekommen, umso besser. Komm, ein Eisenerz geht noch. Oh, schade. Vier Steine und vier Eisenerz ist jetzt nicht gerade das Wahre, aber es ist okay. Damit können wir auf jeden Fall was machen. So, dann wollen wir mal weiter. Blumen haben wir mehr als genug. Gut, da ist nichts. So, dann einmal rüber. Hier wächst auf jeden Fall noch ein Sterni-Baum. Nein, eine Angel wollte ich nicht. So, dann gucken wir mal. Hier ist noch ein Stein. Das dürfte dann wohl der Geldstein sein. Gut gemacht. Ja, das ist der Geldstein. Dann aber hopp hopp. Wir wollen den vollen Preis bekommen. Perfekt. Damit wir wieder ein bisschen Geld haben. Vielleicht werden wir von dem Geld heute mal was bestellen. Weil ich kriege ja später eh noch, wenn ich privat was mache. Also ich meine nicht privat was mache, sondern das Obst und Gemüse hier abpflanze. Mehr als genug Geld. Dann machen wir ein paar Bestellungen bei Noob. Ich sag immer Noob, ne? Noob Shopping und gucken mal, was wir da so bestellen können. Die geben zwar nicht unbedingt viele Punkte für unsere Insel, aber wir können damit ein bisschen was machen und hoffentlich unsere Insel auf Stufe 3 bringen. Aber beziehungsweise das passiert dann eh erst den ersten, wo ich das dann mache. Ihr seht das ja dann ungefähr erst eine ganze Woche später, weil ich habe Animal Crossing noch nicht 2 Wochen im Voraus aufgenommen. Also ja. So, ich glaube, den Stein hatten wir schon, ne? Ja, den hatten wir schon. Okay. So, dann gucken wir mal. Es muss irgendwo noch Fossilien geben, die ich noch nicht gefunden habe. Weil kann ja nicht sein, dass wir nur 2 Fossilien hier finden. So, Kokosnüsse wachsen noch. Da warte ich noch, bis ich die abpflanze. Den habe ich doch 100 pro noch nicht. Ah, ich wusste es. Vielleicht kriegen wir auch ein seltenes Golderz. Das wäre natürlich ziemlich nice. Nur Steine. Wirklich. Steine gehen mir so auf den Sack, Leute. Ich schwör's euch. Das ist ja nervig. Gut, dass ich hier die Brücke weiter unten platziert habe. Bei mir privat ist sie zu weit oben. Wer bist du? Nein. Einfach nur nein. Nein, nein, nein. Ich will keine Ente haben. Weg mit dieser bekackten Ente, Alter. Wer ihn mag, kann ihn sich ja gerne holen bei sich privat, aber wir nicht. Keine Enten für Solari. Eine Ente, Alter. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Ich habe jetzt mit einer Katze gerechnet. Aber eine Ente? Nein. So. Das sind Blumen. So, hier ist nichts, oder? Nehmen wir mal die Leiter. Ich muss unbedingt offscreen mal mein Inventar ein bisschen sortieren. Beziehungsweise ich... Oh ja, komm. Kletter runter, Train, Alter. Läuft bei dir. So, einmal hoch hier. Meine Fresse, kann doch nicht so schwer sein. Uff. Irgendwo hier noch welche oder haben wir diesmal nur wirklich, ich glaube, wir haben dann heute nur 2 Fossilien. Das ist ein bisschen traurig, aber was soll's. Kann man halt nicht ändern, ne?
So, dann einmal runter. Der Bambus wächst und gedeiht. Das ist gut. So, was haben wir hier? Ich hoffe, eine neue Bastelanleitung, die uns etwas bringt. Baumstammsessel. Nein, der ist nutzlos. Danke. So, hier ist nichts weiter. Okay. Dann haben wir soweit die Dailies fertig. So, dann geht's jetzt erstmal in den Shop und zu Eugene und gucken mal, ob wir das richtige Kunstwerk ausgewählt haben. Wo ist der Shop? Da. Vielleicht hat der Shop ja was Geiles, was ich mir für mich privat kaufen kann. Das wäre cool. Oh, nice! Der Shop hat tatsächlich eine Waschmaschine, Brudi! Das ist eine Profi-Waschmaschine. Der Preis beträgt 76.000 Sternis. Na, Interesse? Lieber nicht. Die können wir uns easy leisten, aber ich werde die mir für mich privat holen. Können wir dir behilflich sein? Wir wollen was verkaufen. So, wir wollen die Blume loswerden, das Unkraut und das war's dann auch schon im Groben. So, mehr brauchen wir hier aber auch nicht. Das ist cool, die Profi-Waschmaschine werde ich mir auf jeden Fall für meinen Privataccount holen. Später werden wir uns auch eine selber holen, aber für uns heute jetzt nicht, weil das Geld, wir brauchen das noch, um die Häuser abzubezahlen. Und bei mir privat bin ich schon bei der letzten Stufe, die ich abbezahlen muss. Das heißt, ich kann es mir wesentlich mehr leisten, privat die zu kaufen, als hier jetzt. 80 Bonusmeilen, cool. So, ich wollte eigentlich nur die Noob-Meilen einlösen, aber Noob-Shopping. Haben wir da irgendwas? Klima-Außengerät, Nintendo Switch, Bergsteigerung, nö. Gut, das war nix. Dann geht's jetzt wirklich zu unserem euligen Freund und dann fangen wir an, Holz zu farmen. Weil wir müssen alle Steine durchhaben. So. Erstmal wollen wir das Kunstwerk stiften. Bitte lass es ein Original sein, Wölfinnenstatue. Wenn das nicht eine Wölfinnenstatue ist, vollwertig und authentisch. Dass ich das noch erleben darf, ein Tag wie jeder andere und zack, hallo Wölfinnenstatue. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratoren-Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über ihre Spende. Bitte schauen Sie später wieder vorbei. So, dann Fossilien analysieren. Wir haben Glück, das war ein Original. Sehr schön. So. Dann mach das mal bitte. Ja, das ist das, was Gutes dabei. Sehr nice. So, wir lesen uns natürlich gleich das Kunstwerk durch, weil dazu erklärt er uns ja leider nichts. Wir wollen etwas stiften. Zwei Megazerop-Schädel, dann geben wir ihm den nochmal zuerst. Hat man Worte, das ist ein Megazerop-Schädel. Dann heißt das ja, und ob, unser Megazerops ist vollständig. Ach, welch Pracht. Dürfte ich wohl so frei sein und mein Wissen über das Megazerops mit Ihnen teilen? Klaro, nur zu. Prächtig, ach ja, scheiße, nee, den hatten wir schon. Ich überspringe das jetzt alles, weil der ist ja, vollständig, ich Idiot. Jetzt war ich kurz geistesabwesend. Hat man, glaube ich, gemerkt. So, wir wollen noch was stiften. Wir haben hier noch etwas. Das haben wir, glaube ich, aber noch nicht. Australopithecus, glaube ich, heißt das Ding. Hat man Worte. Das ist ein Australopithecus.
Welch Wonne, Sie verwöhnen mich, ein Australopithecus in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn, der Australopithecus, das Bindeglied zwischen Mensch und Affen, entwickelte sich vor 4 Millionen Jahren. Er lebte lange vor den Vorfahren des modernen Menschen, also gibt es bedeutende Unterschiede. Dennoch, wie ich finde, kann man in ihnen die Anfänge einer höchst erfolgreichen Spezies erkennen. Und das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Gut, soweit sind wir mit unserem euligen Freund fertig. Dann gehen wir mal zur Kunstausstellung. Das ganze Museum kommt, wie gesagt, noch. Macht euch da einfach keine Sorgen. Aber bei den Kunstwerken müssen wir leider rein, sonst können wir nichts dazu lesen. Wölfinnenstatue, 30. April 2020, gestiftet von Train. Kapitolinische Wölfin, unbekannt, 5. Jahrhundert vor Christus, Bronze. Diese Wölfin aus der römischen Mythologie, die ein Zwillingspaar aufzog, war Grund einiger Kontroversen. Die Originalskulptur der Wölfin aus Bronze gilt als Meisterwerk aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Die Zwillinge wurden nachträglich im 15. Jahrhundert hinzugefügt. Es gibt allerdings auch die Theorie, dass auch die Wölfin erst im 11. oder 12. Jahrhundert entstanden sein könnte. Sehr interessant, sehr interessant. Ach nee, hatten wir nicht sogar noch ein Kunstwerk, als wir das abgegeben haben? Moment, da gehen wir auch sofort hin und gucken uns das an, bevor wir dann noch die letzten 10 Minuten farmen. Im nächsten Part gucken wir dann, was wir daraus noch herstellen können, um unsere Insel aufzuwerten. So, das war das Kunstwerk hier. Funkelgemälde, 27. April 2020, gestiftet von Train. Sternennacht, Vincent van Gogh, 1889, Öl auf Leinwand. Bekanntes Werk von van Gogh, das er während seines Aufenthalts in einer Nervenheilanstalt malte. Das gemalte Motiv, die Aussicht aus seinem Zimmer, beruht auf Erinnerungen und erdachten Elementen. In einem Brief an seine Freunde bezeichnete van Gogh dieses Werk als Misserfolg. Wir bitten untertänigst um Stiftung von Exponaten. Museum von Solari. Gut, damit habe ich euch erstmal alle Kunstwerke, die wir haben, vorgelesen, weil ihr wollt bestimmt die Infos dazu haben. So, dann gehen wir raus. Dann packen wir das Ding hier mal hin. Ne, Moment. Eisenerz haben wir jetzt wieder, viel Steine auch. So, dann lasst mich mal kurz sortieren. Alter, ich bin so schlecht im Sortieren, ne? Das ist so unfassbar, wie kacke ich bin. So, und dann nehmen wir unsere Steinaxt in die Hand und jetzt fahren wir Holz. Mehr werden wir in diesem Part leider auch nicht machen. Wir brauchen das Holz leider, um mehr Sachen herzustellen. Was ich aber währenddessen noch machen kann, ist, ich kann währenddessen auch das Obst abfarmen. Wie ihr seht. Das ist schon ziemlich nice. Na! Ich hatte die Schaukel so schön platziert und dann passiert das, ne? Ist halt so typisch. So. Schaukel ist wieder platziert. Ich bin gespannt, wie oft wir unsere Axtteile, also eine neue Steinaxt machen dürfen. So. Holz. Holz und noch mehr Holz. Und im nächsten Part stellen wir dann noch ein paar Sachen her, um die Insel endlich auf Stufe 3 zu hieven, damit wir weiterkommen. Und dann machen wir die nächsten paar Parts drüber hinweg unsere Insel endlich fertig. Und dann ist das LP schneller zu Ende, als ich gedacht hätte. Also, ich werde natürlich, wie gesagt, Event-Parts und sowas noch machen. Und wir werden versuchen, das Museum vollständig zu bekommen. Aber dann wird es keine 4 Parts mehr geben, weil die Story dann so weit zu Ende ist. Und ich kann dann sogar schon mein Fazit abgeben. Und das Spiel geht dann trotzdem weiter. Fazit könnte ich jetzt eigentlich auch schon machen, weil es wird sich jetzt halt nicht mehr viel verändern.
Ah, ich habe mich schon gewundert, warum geht denn die Musik jetzt weg? So, was haben wir hier? Erstmal Fossilien. Dann auf dem Holzweg. Auch gleich mal wieder 1000 Meilen. Und sonst nichts mehr. So, wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich von jeder Sorte? Nicht gerade viel. So, perfekt. Aber es wird. Wir werden relativ viel Holz hoffentlich in diesem Part noch sammeln. Und zum Glück hält die Steinaxt auch wenigstens ein bisschen länger als die Wackelaxt. So, dann einmal alles einsammeln. Und dann diesen Birnenbaum hier. So, so eine weiße Nymphe, da haben wir, glaube ich, schon. Wieso trainiert die eigentlich hinter meinem Haus? Das kleine Mäuschen. Ich kann es euch echt nicht sagen, Leute. Kein Plan. So. Dunkles Holz hätte ich gerne ein bisschen öfter. Weil das ist relativ selten, wie ich finde. Also ich glaube, das heißt hartes Holz. So, oh, ich spreche davon und dann kommt auch gleich mal dreimal hintereinander hartes Holz. Das ist nice. Und hier nochmal zweimal. So. Hier war so wenig Platz wegen... Nein, nein! Och, Train! Du Idiot! Tin! Das hast du gut verkackt. So, jetzt dürfen wir den nämlich wieder dahin bauen. Das ist doch nice. Zack. So, perfekt. Jetzt dürfen wir leider wieder die Axt ausrüsten. Oh. Ausrüsten. Gut, den habe ich schon. Dann habe ich aber 100 pro den noch nicht. Haben wir eigentlich schon so eine Libelle gefangen? Ich glaube nicht, ne? Jetzt ist die Frage, wo ist diese bekackte Libelle hingeflogen? Da. Nein! Blödes Vieh, Alter! Egal jetzt, ich habe hier einen Ballon irgendwo gesehen, da. Na, vielleicht ist da nämlich was drin, womit wir die Insel schön dekorieren können. Ein 5000 Sterni, sag gut, den nehmen wir auch gerne. Warum nicht? So, suchen wir mal wieder und diese komische Libelle. Ich glaube, so eine Königslibelle haben wir noch nicht, oder? Wahnsinn! Du bist das, Bling! Hey, du siehst heute echt klasse aus. Bis später. Ich dachte, die reden noch, aber ich kam wohl gerade zum Ende des Gesprächs angelaufen. So, egal. Die Libellen sind erstmal weg. Wenn wieder eine kommt, versuchen wir sie zu fangen. Weiter geht's mit Holzfarm. Gut, den hat... Ah, da ist doch wieder eine. Ja, das war's dann wohl mit der Libelle, ne? Versuchen wir es einfach. Sie muss ja hier irgendwo sein. Wir haben sie. Eine Königslibelle. Die grüne Ja haben wir schon. Okay. Tschüss. So, brauchen wir nicht. Dann geht's weiter mit Holzfarm. So, damit haben wir nochmal wieder ein bisschen Holz. Ist ganz gut, dass ich jetzt, während ich Holz farme, auch Birnen und so abfarmen kann. Dann brauche ich das im Part später nicht machen. Also während der Parts nicht machen, gerade jetzt. So.
Noch mehr dunkles Holz, bitte. Das wäre ziemlich nice. Alter, jetzt merke ich gerade mal, wie lange die Steinaxt hält. Das ist echt, das ist nice. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie so lange hält. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie eigentlich schon lange kaputt gegangen sein müsste. Aber das ist doch mal gut. So, wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, wir haben fast von allem ein Packen voll. Das ist gut. So. Bitte noch mehr von dem dunklen Holz. Vielleicht hole ich mir dann auf meinem privaten Account. Nein, Scherz. So. Na! Ich rede noch davon. Ah, die hält doch bestimmt voll lange. Und ich habe mich gewundert, dass sie schon noch nicht kaputt gegangen ist. Und jetzt ist sie kaputt. Har, har, har. War doch klar. Wir müssen etwas herstellen. Erstmal eine Wackelaxt. So, dann machen wir mal weiter. Und machen die zu einer Steinaxt. Genug fürs Erste. So, wir brauchen aber noch den Sprungstab. Weil, ach nee, hier haben wir noch Birnenbäume. Hier haben wir noch einen Birnenbaum. Dann noch mehrere. Ihr hört das mit Sicherheit auch. Das war ein Streifschuss. So, was haben wir hier? 5-mal Eisenerz. Kann man machen. Zack. Das ist sehr gut sogar. So, perfekt. So, Holz haben wir. Denn wenn wir gleich mit diesem Part hier durch sind, im nächsten Part werden wir dann wieder ein paar übelst nutzlose Sachen herstellen und schauen, dass wir mit diesen nutzlosen Sachen und ein paar Blumenkäufen dann die Insel noch auf Stufe 3 hieven endlich und dann, weil ich hoffe, dass ich das auf Stufe 3 hieven kann, weil dann findet endlich das Event statt, womit wir das Terraforming freikriegen. So, einmal Burn. Morgen geht übrigens die Mai-Feierreihe los, aber ihr seht das ja eh erst eine Stunde später. Also am 1. Mai geht in Animal Crossing die Mai-Feierreihe los. Schon ganz cool. So, ah ja, wenn ihr die Goldaxt haben wollt, kann ich hier ja schon mal sagen, müsst ihr, glaube ich, 50 Äxte kaputt machen. 50 oder 100, irgendwie so um den Dreh. Also macht euch da am besten dann Wackeläxte und schlagt die ganze Zeit gegen Bäume. Oder gegen einen Baum und wenn die dann kaputt gehen, macht ihr euch einfach eine neue. So, einmal Burn ohne Ende mitnehmen. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part hier an der Stelle auch. Ja, wir haben eine Original-Wölfinnen-Statue bekommen, zum Glück. Und sind am Farm. Im nächsten Part werden wir dann noch ein paar Blumen pflanzen und Sachen herstellen, damit wir unsere Insel auf Stufe 3 hieven können. Aber ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!